Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen eingekauft, denn heute machen wir Bäckereisachen. Das heißt, wir fangen an mit neuen Gerichten und zwar mit einem Croissant. Ja, ich habe hier drin Croissant, Götterspeise, zwei neue Sachen. Herzfamilienkekse kennen wir ja schon, Himbeerkuchen und die Brezel. Fangen wir also an mit Mehl in die Rührschüssel, Hefe, die ist hier drüben, Zucker, komm her, und Butter. Zack. So diese klassische Rührmischung. Geht los. Und dann können wir uns hier auch schon die Croissants rausnehmen. Die sehen aber gut aus, muss man schon sagen. Ich denke mal, ich kriege wieder so 8 Stück raus. Sieht zumindest so aus. Ja. Das heißt, wir können das Ganze nochmal machen. Huch. Zucker, Mehl, Butter, Hefe. An damit. Und dann machen wir nochmal Croissants, dass wir hier 8 Stück haben. Weil wenn das so schön einfach ist, wie die Brezeln beispielsweise, da habe ich beim letzten Mal Salz vergessen, deswegen waren die, ja, ich sag mal, nicht auf 100%, weil ich vergessen habe, das Salz in die Rührschüssel reinzumachen bei der Einportion. Dann können wir die auch schon in den Ofen packen. Zack. Hier unten habe ich noch diese Kuchenteile. Ich müsste eigentlich noch ein viertes haben. Ah ja, da sind die Brezeln drauf. Okay. So, prinzipiell ist es ja dann einfach nur backen und abkühlen lassen. Deswegen mache ich gleich das nächste Gericht. Machen wir einfach neue Brezeln, würde ich sagen. Machen wir neue Brezeln, dass wir damit einmal alles backen können. Das macht halt schon Sinn. Mehl, Hefe, dreimal Salz, 1, 2, 3. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Und Butter rein. Und dann kann ich hier nämlich, da ist es, neue Brezeln machen. Brezeln, jawohl. Und da habe ich wieder was auf Reserve. So, Hefe, Butter, Mehl und Salz. Zack. Einmal kneten. Und noch mehr Brezeln. Das passt so. Würde ich jetzt mal so behaupten. Dann rein in den Ofen und an. Jetzt warten wir ein paar Minuten, bis sie fertig sind. So, die Brezeln sind schon soweit. Die Croissants brauchen noch einen Moment. Oh, die sehen aber gut aus. Geil. Jetzt muss ich da nur noch auf den Teller packen. Das sind 2 Stück. Zwei müssen auf einen Teller, okay. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Machen wir als nächstes die Götterspeise. Zuerst in die Rührschüssel Gelatinepulver, Zitronenscheiben, Orangenscheiben und Zucker. Dann das Ganze mischen, rausnehmen Götterspeise, abkühlen lassen, auf Teller übertragen mit Erdbeere. Ist hier zwar nicht drauf, aber machen wir so. Das heißt, Gelatinepulver rein. Das ist aber auch eine riesige Orange. Holy shit. Also die muss ich nicht klein schneiden. Kacke. Dann tue ich die hier rein. Die Erdbeere bleibt so. So, Orangen rein. 3 Stück. Und die Zitrone. Zack. Und Zucker. Einmal rühren.
Und dann nehmen wir Götterspeise raus. Ich glaube, ich muss Teller holen. So, wie viel kommt da raus? Zwei Stück nur. Okay, dann müssen wir einige mehr machen. Aber ich habe ja ein bisschen was geholt. Also ich kann hier mit meinen Sachen kann ich drei machen. Also habe ich dann sechs da. So, Gelatinepulver wieder rein. Zitrone rein. Dreimal Orange. Und Zucker noch. Zucker rein. Angemacht. So. Das kann wieder zu. Nächste Runde. Nein, ich will die Orange, nicht die Croissants. Zack. Alles rein. Zucker rein. Angemacht. Da baue ich mir so ein schönes Türmchen. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen was. Da gehe ich jetzt mal schnell einkaufen. So, habe ich hier nochmal die Zutaten eingekauft, die ich brauche. Gehen wir erstmal hier wieder an die Zitronen ran. Zitronen und Orangen. Die Erdbeeren, die tue ich dann in den Kühlschrank. Weil da muss ich ja drauf warten, dass meine Gelatine fertig ist und ich es auf den Teller packe. Deswegen alles rein. Orange raus. Zack. Gib mir die Orange. So, eins, zwei, drei Zitrone rein. Zucker rein. Gelatine rein. Fertig. Ich hier mein Türmchen größer machen kann. So, Zitrone rein. Orange rein. Gelatine und Zucker. Das wird sich ein paar Mal wiederholen, aber ich will halt ein bisschen was auf Reserve haben, dass ich nicht jeden Tag hier Götterspeise und sowas machen muss. Komm her. So. Will ich mal weg explodieren. So, alles rein. Zucker. Gelatine. An. Zack. So. Dann packen wir hier die Erdbeeren noch weg. Das Gute ist, man kann das jetzt so machen. Schön einfach. Drum ist ein bisschen schief, hä? Ah, Scheiße. Egal. Der schiefe Turm von Götterspeise steht einmal da und gut ist. So, haben wir Croissants gemacht. Brezeln und Götterspeise. Als nächstes könnten wir noch mal herzförmige Kekse machen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, weil ich habe nur noch zwei Portionen da. Da muss ich aber wieder neu einkaufen gehen, weil davon habe ich nichts mehr. So, zwei Milch, zwei Butter, zwei Mehl, zweimal Schokolade, viermal Zucker und ein Ei nehme ich mal lieber mit. Ich weiß nicht, ob ich noch was da habe. So, und dann hier nochmal vier Erdbeeren, damit ich zwei Ladungen Kekse machen kann. Die Leute stehen schon wieder Schlange. 50 Leute sind wieder erwartet. Okay. Sehr interessant. Also so ganz funktioniert das neue System hier nicht. Höchstens, wenn man es nebeneinander auf die Schränke stellt, dann geht das vielleicht.
Aber hier ist halt der Sack im Boden. Und dann quetscht er sich so nach oben. Zack. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Zack. So. Das heißt, ich nehme meine Milch wieder zurück. Danke. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich muss hier drüben dann die... Ja, es ist so viel einfacher jetzt, wo das geht. Hier drüben muss ich dann meine Dings schneiden. Das kann ich eigentlich jetzt schon machen. Machen wir die Erdbeeren klein. Zack. So, wir machen rein. Schokolade. Zucker. Mehl. 3 Eier. 1, 2, 3. Schokolade, Zucker, Mehl, 3 Eier, jawohl. Und dann machen wir Herzfamilie-Kekse. Ja, man kann, es gibt ein neues Update und mit dem neuen Update kann man jetzt auch Pizza machen. Soweit bin ich aber noch nicht. Es kommt relativ spät erst. Da muss ich noch ein paar von den Punkten sammeln und den nächsten Gourmet dann machen. Und dann können wir auch Pizza machen. In unserem Kebab-Geschäft. Was ja dann doch eigentlich nicht so unüblich ist. Viele Dönerläden haben auch Pizza und Nudeln und sowas, was die anbieten. Ist also vollkommen normal. Aber wie kriege ich den denn jetzt noch rein? An die Seite. Fertig. So, machen wir gleich einfach nochmal. Das rein. Mehl. Zucker. Und 3 Eier. Zack, weil dann kann ich hier meine zweite Ladung mit Herzkeksen schon fertig machen. Da sind sie. Nein, wir wollen keinen Pizzateig machen. Das kommt später. Ja, machen wir heute ein bisschen Bäckerei und machen ein bisschen auch neue Produkte mit dabei, mit Croissants und Götterspeise. Ist gar nicht verkehrt. Und dann können wir auch mit unserem neuen Produkt mehr Dönerlevel sammeln, um dann die nächsten Sachen freizuschalten. Ich bin nicht ganz so weit weg von neuen Sachen, da brauche ich noch einen Punkt oder so. Ist also gar nicht verkehrt. So, jetzt Butter rein. Erdbeeren. Zucker. Und Milch. Oh, jetzt kommt das wieder. Das Kacke. Weil er jedes Mal die Schüssel abstellen will. Das war schon beim letzten Mal nervig. Mach das! Du sollst es drauf machen. Schüssel alle. So, Butter, Milch, Zucker, Erdbeeren. An. Ja, also das müsste man dann noch behoben werden, dass man die Schüssel nicht immer abstellt auf den Sachen. Ein bisschen nervig ist, du musst genau den richtigen Winkel finden, wo er dann das drauf macht. Zack. Herzkekse ab in den Ofen. So, da sind sie auch schon. Jetzt müssen die nur noch schön abkühlen und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Zack. Sieht doch schon mal gut aus. So, wir haben Croissants gemacht. Himbeerkuchen habe ich ja noch da, den mache ich jetzt nicht unbedingt. Götterspeise, Herzfamilie-Kekse und die Brezeln. So, und zum Schluss, damit wir hier noch
alles gemacht haben, was wir im Ofen fertig machen können, machen wir noch die Hamburger Brötchen und die Hotdog Brötchen. Mehl ist drin, Hefe ist drin, Butter und drei Eier. Dann habe ich die Sachen alle fertig gemacht, die ich hier machen kann in meinem Ofen. So, wir wollen Hamburger Brötchen. Vier Stück. So, Mehl, Hefe, Butter, drei Eier, zwei und Nummer drei. Wir machen wieder Burgerbrötchen. Drei und vier. Zack. Die kommen erstmal hier beiseite. Weil dann mache ich jetzt die Hotdog-Brötchen gleich mit. Hotdog-Brötchen. Genau das gleiche. Mehl, Hefe, Butter, drei Eier. Eins, zwei und drei. Kurze Rührer. Hotdog-Brötchen. Dass wir dann auch schön den Gästen noch ein paar Hauptgerichte präsentieren können und nicht nur Nachspeisen. Das passt jetzt perfekt hier mit dem Backen. Mehl, Hefe, Butter, drei Eier. Eins, zwei, drei. Nee, wir müssen auf Hotdog-Brötchen wechseln. Hätte ich fast einen Fehler gemacht. Eins, zwei, drei und die vier. Zack. Jetzt kommt das alles in den Ofen. Sowohl die Hotdog als auch die Burgerbrötchen. Und dann habe ich alles gebacken. Und da sind sie auch schon fertig. Die Hotdog-Brötchen und unsere Burgerbrötchen. Na, das kann sich doch sehen lassen. Herzkekse, Hotdog-Brötchen, Brezeln, Croissants und Burgerbrötchen gebacken. Götterspeise dazu gemacht. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Lasst gerne ein Like, Abo da, wenn ihr mehr vom Kebab-Simulator sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.